you here. Tivemos ontem ao fim do dia. Aber genauso wenig wie die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf um ihre Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes nachlassen werden, genauso wenig lassen wir auch nur den geringsten Zweifel an unserer entschlossenen Unterstützung aufkommen. Denn so bitter es ist, mit jedem Zeichen des Nachlassens der Unterstützung ermutigen wir Putin weiterzumachen. Und weil wir wollen, dass dieser Krieg endet, dass er mit einem Sieg der Ukraine endet, müssen wir uns immer wieder fragen, wie können wir die Ukraine beim Schutz ihrer Menschen, beim Schutz ihrer zivilen Infrastruktur noch besser gemeinsam unterstützen. Unser Ziel ist eine gemeinsame europäische Lösung. Wir müssen die aktuelle Corona-Welle aus China sehr, sehr ernst nehmen. Und da China derzeit kaum Informationen veröffentlicht, ist eben nicht nur die enge europäische Abstimmung so wichtig, sondern auch die Zusammenarbeit mit der WHO über volle Transparenz bezüglich dessen, was in China gerade die aktuelle Lage ist. Bereits bei meinem Besuch in Warschau am 3. Oktober habe ich bereits deutlich gemacht, dass für uns von deutscher Seite rechtlich die Frage geklärt ist.